Sagen aus dem Harz, Folge 32, die Lutherjungfer auf dem Hausberg. Nicht weit entfernt von der alten Burgstelle auf dem Hausberg wohnt im Eselsborn die Lutherjungfer. Die Quelle hat ihren Namen davon bekommen, dass man von dort aus einst mit Eseln Wasser nach der Burg getragen hat. Der Born ist jedoch verschlossen und nur die Lutherjungfer hat einen Schlüssel dafür, denn sie hütet ein wichtiges Geheimnis, das man immer wieder den Kindern erzählt. Wenn sich Eltern ein Kind wünschen, dann wird ihnen aufgeschlossen. Sie nehmen dann die Brunnenstange, binden vorn eine Semmel daran und holen sich einen Jungen oder ein Mädchenbaby heraus. Wenn sich Kinder Spielgesellschaft wünschen, dann gehen auch sie zum Eselsborn und rufen: Schlüsseljungfer, bring uns ein kleines Brüderchen oder Schwesterchen. Manchmal geht der Wunsch auch in Erfüllung. Unartigen Kindern wird dagegen gedroht: Wenn ihr nicht still und ordentlich seid, bringen wir dich wieder zurück in den Eselsbaum. Man braucht sich nur vor den Brunnen zu stellen und duck, duck, duck zu rufen. Dann kommen Esel heraus und holen die Kinder hinein. An manchen Tagen im Frühjahr und im Herbst steigt die Lutherjungfrau in der Morgenfrühe vom Hausberg herab, um in der Luther ihre Schleier zu waschen, die dann im Tal auf- und abwallen. Sie werden nur schwer trocken. Aber wenn es auch die ganze Woche hindurch im Tal neblig und feucht ist oder sogar regnet, hofft man doch in Bad Lauterberg, dass es Freitag und Sonnabend noch gutes Wetter wird. Denn die Lutherjungfrau muss doch zum Sonntag ihre Schleier wieder trocken anziehen. An einem ersten Ostermorgen hat sie einmal jemand bei der Wäsche beobachtet. Als er sie ansprach, hat sie ihm eine mächtige Mausschelle gegeben, ehe sie verschwand. Wenn er sie nicht angeredet hätte, wäre sie vielleicht erlöst worden. Denn beim Sonnenaufgang am Ostermorgen geht mancher Zauber in Erfüllung. Jetzt muss sie weiter ihre Schätze auf dem Burgberg bewachen und darauf hoffen, dass ein mutiger Jüngling sie erlöst.